Die Börsenminute von Julia Kistner. Was ich immer wieder gerne erwähne ist, auch bei börsennotierten Unternehmen ist es entscheidend, wer sie leitet und auch wer sie besitzt. Und jetzt vorerst wirklich das letzte Mal zu Katar. Umstritten war nicht nur seine WM-Austragung, in Kritik ist das kleine reiche Land mit einem fragwürdigen Umgang mit Menschenrechten, auch geraten wegen vermuteter finanzieller Einflussnahme auf wichtige EU-Entscheidungen. Als Großaktionär mischt Katar auch bei börsennotierten Unternehmen kräftig mit. So ist sein Staatsfonds, die Qatar Investment Authority, allein an 6 DAX-Unternehmen stärker beteiligt. Mit 6,1% an der Deutschen Bank, mit mehr als 3% an Siemens und mit 12,3% am deutschen Logistiker Hapag-Lloyd. Der Wüstenstaat ist mit 9% der größte Einzelaktionär des Stromversorgers RWE. Rund 10,5% hält Qatar am Volkswagen sowie 2 Sitze im Aufsichtsrat. Ihm gehören auch 5% von Porsche. Katar hat sich auch beim deutschen Impfstoffbetreiber CureVac und beim Baukonzern Hoch und Tief eingekauft. Und was sind schon 20 Millionen jährliche Sponsorgelder für den FC Bayern durch die Qatar Airways bei einem Etat des Staatsfonds von 450 Milliarden US-Dollar bei gerade 3 Millionen Einwohnern? Auch andere Wüstenstaaten sind umtriebig. Der saudi-arabische Staatsfonds hat sich mit 771 Millionen Euro beim Sportwagenhersteller Aston Martin im Sommer eingekauft. Die Kuwait Investment Authority besitzt 6,84% an Mercedes. Aber nicht nur der Scheich wird mit Aktien reich. Auch du und ich, wenn man genau weiß, worin man investiert ist, was das Geschäftsmodell ist, es versteht, sich erkundigt, wer noch im Unternehmen groß investiert ist und warum, wenn man genug Geduld beweist und einen Investmentplan hat, von dem man sich nicht beim ersten Gegenwind abbringen lässt. Viel Stehvermögen im ersten schwierigen Quartal 2023 wünscht Podcast-Host Julia Kistner. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.